diesem Kontext ist ein Medium, das ich bis anhin eher unterschätzt habe, das ganze Social-Media-Thema ein grosses Thema geworden. Die technologischen Möglichkeiten vereinfachen so viel und machen die Kommunikation eigentlich natürlicher. Es braucht ein bisschen Mut, es braucht ein bisschen Bereitschaft zum Dialog. Ich denke, es ist wichtig und richtig, diesen Weg zu gehen. Beziehung ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und das ist mit den neuen digitalen Medien genau gleich. Man kann senden, aber man kann auch zulassen und man kommt Feedback über. Und ich glaube, das ist die grösste Chance. Wenn man vor allem das Zusammenspiel von diesen verschiedenen neuen Medien anschaut, denke ich, ist es wichtig, dass man den richtigen Mix findet, die richtigen Tools auswählt und die auch sinnvoll miteinander verknüpft. Medienkompetenz und Umgang mit Social Media in der Schule ist für mich immer wieder ein grosses Fragezeichen. Man schwätzt nicht mehr miteinander. Oder? Man schreibt das E-Mail, man kommuniziert vielleicht über WhatsApp oder über SMS. Und plötzlich gibt es Missverständnisse oder einfach so ungute Gefühle. Es drückt insofern am meisten, dass man meistens heute schon im Übermorgen sein sollte. Was ist heute noch die Schwierigkeit, dass oftmals recht isolierte Lösungen im Markt vorhanden sind, im Bereich der digitalen Welt. Und ich glaube, dort ist noch Nachholbedarf, dass man es schafft, um die verschiedenen Kanäle miteinander wirklich zu vernetzen und zusammenzubringen. Wie findet man die guten Sachen? Wo findet man die guten Sachen? Man braucht ein bisschen zu viel Zeit, um das Richtige zu finden. Es wird alles immer schneller. Man kann vielleicht auch nicht mehr alles immer zurückrufen, wie man es früher können machen konnte. Wenn man sich dem bewusst ist, dann tut man sein Team entsprechend schulen. Meine absolute Lieblings-App, das ist ganz klar Spotify. Bei mir läuft eigentlich den ganzen Tag Musik, von morgen bis am Abend, wenn ich daheim aus dem Haus gehe, wenn ich hier reinlaufe, wenn ich Konzepte schreibe. Im Moment ist es Instagram. Meine Lieblings-App ist Flight Radar. Da sieht man alle Flüger, die rumfliegen. Ich bin Hobbypilot und schaue jeden Abend kurz rein, was wieder läuft im Himmel. Ja, es sind heute natürlich Fahnentrails. Meine Lieblings-App ist spiegel.de. Ich finde Airbnb-App ganz klasse, weil jedes Mal, wenn ich die aufmache, weiß ich habe bald Ferien und suche mir einen schönen Ort. Ich schaue eigentlich nur heiß aufs Wetter.